Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir und ich mache weiter mit meinen ganzen Character Guides bzw. mit der Vorstellung von den Charakteren, die ich so besitze und wie ich diese Helden spiele. Bedeutet, ich mache die teilweise erst, sobald die Helden auch Level 70 mindestens bei mir sind. Lieber würde ich es machen, wenn sie Level 80 sind. Aber ich weiß einfach bei einigen Helden, wie jetzt zum Beispiel bei meiner Ching Yang, dass sie nie das Recht haben werden, auf Level 80 zu kommen, außer vielleicht ganz viel später, wenn ich weiß, dass ich in einem Projekt oder sowas alle Helden auf 80 ziehen möchte oder ähnliches. Aber für die aktuellen Zwecke reicht sie mir komplett auf Level 70, denn sie wird tatsächlich bei mir genutzt und sie wird bei sehr vielen Spielern da draußen nicht genutzt. Und deswegen wollte ich einfach mal vorstellen, warum ich sie benutze, beziehungsweise in welchen Fällen ich sie benutze und wie ich sie natürlich spiele. Und damit willkommen zum nächsten Guide. Um zu verstehen, womit ich sie spiele und wie ich sie spiele, müssen wir einmal so ein bisschen auf ihre Talente rausschauen, denn die ist tatsächlich die bisher verwirrendste Heldin für mich, die je in diesem Game drin war, denn die hat einen ganz wilden Mix. Also es ist wirklich, wirklich kurios. Die hat einen Standardangriff, der natürlich physischen Schaden macht. Wir kennen es ganz normal, physischer Schaden wird draufgeballert. Sie hat dann auf einmal eine elementare Fähigkeit, die keinen physischen Schaden mehr macht, sondern die Pyro-Damage macht und ein Schild erzeugen kann, abhängig von ihrer Verteidigung. Und sie hat eine Ult, die sowohl physischen Schaden macht, als auch noch danach Pyro-Schaden. Also wir haben hier tatsächlich physischen Schaden oder der physische Schaden, der wichtig ist und ein AMG, der wichtig ist. Wir haben hier eine Verteidigung, die irgendwo wichtig ist, wenn man gar ein Schild haben will. Und wir haben hier neben dem Pyro-Schaden Physical Damage. Also irgendwo möchte man Pyro-Schaden, physischen Schaden. Und es ist einfach so verdammt verwirrend. Worauf baut man jetzt dieses Mädel? Baut man sie auf Pyro? Baut man sie auf Physical? Und ich habe lange gebraucht, mit ihr einen Weg zu finden, von dem ich sage, okay, so spiele ich sie jetzt bei mir im Bild. Und das ist tatsächlich, dass ich mir gesagt habe, bei den Artefakten, ich gehe auf ein Set, das sowohl Physical Damage boostet, als auch einfach nur Allgemein Damage und den Pyro Damage. Den lasse ich bei ihr außen vor. Der Gedanke dahinter ist eigentlich auch relativ einfach erklärt, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich habe mich nicht irgendwie für ein Verteidigungs- und Tanky-Set oder ähnliches entschieden, sondern ich wollte mit ihr Schaden machen und das in so vielen Situationen wie möglich. Bedeutet, ich wusste, ihr Standardangriff wird man sehr viel benutzen. Das ist nämlich so, dass bei ihren Talenten die elementare Fähigkeit tatsächlich einen recht langen Cooldown hat mit 18 Sekunden. Bedeutet, damit wird man nicht häufig Pyro-Damage machen. Und die Ult macht ja sowieso sowohl Physical als auch Pyro, also kann ich mich auf Physical konzentrieren, was ziemlich cool ist. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, gehst du hin mit den Standardangriffen und nutzt das Feuerelement durch ihre elementare Fähigkeit und durch ihre ultimative Fähigkeit nur dafür, um Eisschilde zu zerstören. Das heißt, dafür bist du richtig dankbar, dass ich Eisschilde zerstören kann. Und bedeutet, sie füllt so eine kleine fehlende Feuerlücke in meinen Teams aus, denn normalerweise benutze ich nur Klee, benutze vielleicht nochmal Bennett, am liebsten kombiniere ich die beiden. Und im Spiral Abyss, das, was ich gleich zeigen werde, gibt es Floors, wo sowohl die erste Ebene als auch die zweite Ebene damit bestückt sind, dass hier tatsächlich die Gegner in beiden Floors irgendwo Eis haben und man natürlich diesen Eisschild downhauen möchte. Wenn wir weiter detailliert auf ihre Artefakte draufschauen, dann bin ich auch relativ glücklich mit dem, was ich für sie habe, denn ich habe hier eine Blume, die den kritische Trefferchance boostet, was wichtig ist, der den kritischen Schaden boostet. Wir kennen es von jedem anderen Damage Dealer, kritische Trefferchance und kritischer Schaden ist das, was wir wollen. Natürlich ist auch ein bisschen was auf ANG Flat gegangen, das ist aber nicht so schlimm, dadurch, dass dafür nichts irgendwie in LP prozentual gegangen ist. Also hier sind auf jeden Fall größtenteils die richtigen Werte hochgegangen. Weiter bei der Feder, wieder kritische Trefferchance, kritischer Schaden, das Wichtigste, was wir haben. Zusammen sind wir damit auch bei einem sehr guten Wert und der Rest ging ja zum Glück wieder in ANG prozentual. Also tatsächlich einer der besseren Federn, die ich persönlich besitze. Wir machen weiter mit unserer Sanduhr, wo ich ja doch leider irgendwo ziemlich schlechte Sanduhr habe, denn geboostet wird der ANG und durch die Substats wird rein gar nichts geboostet. Das ist das, was sie normalerweise trägt. Rein für diesen Showcase kriegt sie jetzt einmal ganz kurz dieses Teil hier, damit ihr Damage einfach nochmal ein bisschen besser wird und wir nochmal ein bisschen mehr kritischen Schaden als auch kritische Trefferchance haben. Normalerweise, wie gesagt, laufe ich einfach mit dem hier rum und bin dann ja auch happy für die Verteidigung durch ihren Schild mit der elementaren Fähigkeit. Dann haben wir hier natürlich einen Kelch, der auf jeden Fall den physischen Schaden boosten muss. Ich habe es euch gesagt, sie ist bei mir auf Physical gebaut. Die Substats sind wieder super schlecht. Also hier kommt wieder gar nichts bei rum. Hier ist teilweise Elementarkunde mit 56 und Verteidigung mit 44. Also ein ganz schlechter Kelch. Dafür aus dem richtigen Set und daher nehme ich dann die 25% physischen Schaden Bonus, was nett ist. Und dann habe ich wieder ein Happies, auch mit kritischen Schaden und die Substats auch nicht ganz so geil, sondern da ist wenigstens ANG von 15% dabei. Also ihr seht, ich habe tatsächlich nur eine gute Blume, eine gute Feder und das war's eigentlich.
Rein theoretisch könnte ich noch versuchen, irgendeinen dieser anderen Kelche hochzuziehen, dadurch, dass ich ja hier eh dieses Physical-Teil nicht brauche. Aber ich habe hier kritischen Schaden, das könnte hochgehen. Und hier halt nur ANG, das könnte hochgehen, hier auch ANG. Also da könnte genauso großer Müll rauskommen, wie jetzt irgendwie hierbei. Hier vielleicht noch, dadurch, dass ich 4 Subsets habe, kommt vielleicht ein bisschen was Besseres raus. Aber am Ende des Tages bleibe ich einfach hierbei und verschwende keine weiteren Ressourcen. Denn sie erfüllt ihren Zweck und mehr brauche ich für ihr nicht, beziehungsweise mehr brauche ich von ihr nicht. Und deswegen kann ich das so lassen, wie sie aktuell ist. Bei der Waffe bin ich relativ lucky, denn da kann ich das Wolfskrab auf Level 80 bei ihr benutzen. Das trägt sie auch eigentlich immer, wenn ich sie spiele. Von daher, das passt soweit. Der beste Zweihänder definitiv da draußen, den man hat. Und ich weiß, dass das glücklich ist. Aber wie gesagt, dafür sehr viele schlechte Artefakte. Und ihr Sternbild habe ich komplett auf Max. Das Wichtigste, würde ich sagen, ist das zweite Sternbild, wenn man sie auf dem Physical Bild spielt. Da man dann so ein bisschen mehr die kritische Trefferchance vernachlässigen kann. Da zumindest der physische Schaden zu 100% crittet bei ihrer Ult. Bedeutet, selbst wenn man jetzt so eine schlechte kritische Trefferchance hat, wie ich mit gerade mal 25%, hat man zumindest noch den kritischen Schaden, der dabei rausgehauen wird. Und das ist halt ihr größter Nachteil in meinem Bild. Sie hat keine kritische Trefferchance. Man sieht es, die kritische Trefferchance ist absolut miserabel. Und das, ja, wie gesagt, stört mich nicht, denn sie erfüllt einfach ihren Zweck in diesem Dungeon. Im Teambuilding nehme ich gerne nochmal einen zweiten Damage-Healer mit, der ein bisschen stärker ist tatsächlich. Ja, sie ist nicht mein Main-Damage-Healer. Ich habe gesagt, ich bin happy darüber, dass sie das Feuerelement mitbringt. Genauso könnte ich einfach auch nur Changling mitnehmen in mein Team und darüber das Feuerelement reinbringen oder ähnliches. Aber am Ende des Tages ist der Schaden ausreichend, dass ich sage, okay, ich packe die Qingyang mit in mein Team und habe ja dann auch noch diese Team-Konstellation, die mir 25% ANG-Boost bringt. Und das ist eigentlich das einzig Wichtige, was ich von ihr haben will. Und damit gehen wir jetzt einfach mit in Spiral Abyss rein. Um ein eher unverfälschtes Ergebnis zu haben, damit ihr auch eher seht, was meine Qingyang hat, nehme ich einfach mal diesen Bonus nicht, dass ihr euch wundert. Ich nehme hier keinen Bonus, der ihren Schaden noch weiter boostet. Und wenn die Gegner da sind, wie gesagt, ich habe ihre elementare Fähigkeit in ihre Ulti, nur um diese Feuerschilde zu zerstören. Das heißt, die können wir schon mal direkt downhauen. Auch wenn dann der physische Schaden leider rausging und dann geht es nur noch darum, Schaden zu machen. Und ihr seht, wenn ich critte, sind ca. 6000 Schaden. Wenn ich nicht critte, ca. 2300. Ich war gerade ein bisschen erstaunt, wie viele Crits es tatsächlich geschafft wurden, rauszuhauen. Aber das nimmt man ja auch dankend an. Und ihr seht, dass tatsächlich der Feuerdamage, den sie macht, insgesamt sehr gering ist. Also es ist jetzt nicht so, als würdet ihr einmal irgendwie eine elementare Fähigkeit setzen. Und ihr werdet happy damit, dass der Schild down ist oder ähnliches von speziellen Gegnern. Also man muss auch mit ihr immer noch ein bisschen aufpassen, dass das auch alles soweit klappt. Aber eigentlich versuche ich meistens, weil es einfach am meisten Spaß bringt mit solchen Zweihändern, die so funktionieren. Ihr Standardangriff ist relativ langsam, das hasse ich einfach. Ich bin kein Fan von Zweihändern. Und deswegen ist das Einzige... Quotentod, nice. Und deswegen ist das Einzige, was ich mit ihr mache, sobald meine elementare Fähigkeit und sobald die Ulti benutzt ist, mich im Kreis drehen. Einfach keep it rolling, 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 rolling. Das ist alles, was ich haben möchte. Nerv mich bitte nicht mit euren Eisschilden. Und dann gehe ich wieder und drehe mich wie so ein Beyblade einfach im Kreis. Drehe mich immer weiter, weiter, weiter. Mache hier meine 6K-Hits. Jetzt sehe ich auch häufiger mal die 2500 von eben gerade, die ich ja eher, ja komischerweise recht selten gesehen hatte bei 25% Crit Chance, was mich doch sehr wundert. Und dann, wenn ich keinen Bock mehr habe, wechsle ich halt auf irgendeinen anderen Helm. Zu Tatakia hatte ich schon einen eigenen Showcase in dieser Reihe gemacht, das heißt, sein Damage ist natürlich an dieser Stelle jetzt nicht weiter spannend, aber wie gesagt, das ist was, was ich meistens mache. Ich habe sie häufig dabei, um Schilde zu zerstören, um ein bisschen Zeit-Damage zu machen, gerade wenn ich sie mit jemandem wie Tatakia kombiniere, was ich regelmäßig schon gemacht habe, bin ich natürlich froh, dass sobald jetzt die elementare Fähigkeit von Tatakia durch ist, ich die Zwischenzeit irgendwie mit wem anders füllen kann. Und da kommt einfach Changling und sagt, jo, füll die Zwischenzeit einfach mit mir, ich bin für dich da, du kannst mit mir Damage machen, auch wenn du hart auf die Fresse kriegst, aber wie gesagt, das sind die Optionen, die ich habe und jetzt sogar mit 8k Damage, mit dieser Charge Attack, sage ich mal, zwischendurch, dank eines Sideboosts, ich weiß gar nicht so genau, wo der gerade herkommt, vielleicht ist es irgendein Bonus, aber wie gesagt, ihr habt es ja vorgesehen, 6500 mache ich gegen diese Slimes hier, das ist auf jeden Fall drauf und... Ich bin einfach wieder tot, weil ich einfach nicht fähig bin, dieses Spiel zu spielen. Das ist aber alles, was ich zu Qingyang sagen kann, den guten Girl. Also sie hat auf jeden Fall, was das Aussehen und was den Stil hat, ich sag mal, einen Platz in meinem Herzen gewonnen. Was so den Kampfstil angeht, würde ich sagen, sie ist großer Müll indirekt. Wie gesagt, ich benutze sie eigentlich nur, weil sie das Feuerelement in mein Team mit reinbringt. Und ihr seht, die Freundschaft ist auch ganz weit unten, weil ich sie nie benutze. Ich finde das einfach super verwirrend, wie sie zu spielen ist. Ich bin insgesamt kein riesiger Fan mehr von physischen Builds in Genshin Impact. Aber wie gesagt, sie wird bei mir mit den Artefakten, die ihr gesehen habt, gespielt. Und das ist eigentlich auch alles, was ich zu ihr zeigen kann. Ich habe eigentlich nichts Spannendes mehr zu ihr erzählen. Ich hoffe einfach, wir sehen uns vielleicht nochmal am Stream. twitch.tv/sonius94. Jeden Dienstag, Freitag, als auch Sonntag. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Das war's von mir, eurem Sonius94.